Bei uns erzählt man immer von einem alten Bergführer, vom Natzler. Der ist immer mit einem Haufen Leuten in den Berg gegangen. Und einmal hat er während der ganzen Strecke erzählt, also auf der schönen Wieshütte sei eine Köchin, die kann täglich gute Knödel machen. Und auch noch dann hat er von der Köchin erzählt und sie sollen ja da oben Knödel bestellen, weil die einfach so gut sein. Und dann habe ich gesagt, die Hütte kämen sein. Na, ist der ins Häusle gegangen, alle haben sie Knödel bestellt und Knödel bestellt und Knödel bestellt. Und das Natzle, wie ein Druckerkind, bekommt etwas anderes und keine Knödel. Weil am nächsten haben sie noch gefragt, wieso, Herr Bergführer, wieso haben Sie keine Knödel bestellt? Da sagt er überhaupt nicht, wir sollen mit dem Essen fertig geworden sein. Dann plötzlich fängt er an, verschmitzt zu lachen und sagt, ja, es ist dann so gewesen. Ich bin ans Klo gegangen und danach bin ich bei der Küche vorbeigekommen und die Köchin habe ich gesehen, da noch Knödel machen. Knödel. Nächsten Knödel. Dann habe ich gedacht, eigentlich heute ist sie kein Knödel. Und also haben die anderen alle Knödel gegessen und der hat halt keinen gegessen.